Dank. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren ein Lied geschrieben. Falls der eine oder andere das noch kennt, kann er gerne mitsingen. Was war das wohl? Ihr kennt euch aus. Also viele sagen dann über Mein Gott Walter, sag ich falsch. Hier war der Erste, ne? Er war der Erste. Herzlichen Glückwunsch, du hast so viel Waschmaschinen gewonnen, wie du tragen kannst. Super. Klasse. Gut. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Was alles ist heute eingepackt, man kriegt es erst schlecht ab. Jetzt steh ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube, drin ist Senf und drauf steht: Sie müssen erst in der Bild durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf. An der Autobahnraststätte, da hatte ich großen Durst. Es gab einen Automaten, doch das war mir ganz Wurst. Ich drückte auf zwei Knöpfe, da war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb voll Bier vom Fass. Kam eine rote Lampe raus, auf der stand: Mensch, Sie müssen erst die Nippel durch die und mit der kleinen Kurbel ganz nach. Da erscheint sofort ein und da drücken Sie dann und schon kommt da unten Kaffee raus. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinder war defekt. Die Narkose hat nicht so gewirkt, da hab ich mich erschreckt. Mann, wie kriegen wir denn sie bloß auf, hat der Chefarzt mich gebracht. Nichts einfacher als das, hab ich gesagt. Sie müssen nur die Nippel durch die und mit der kleinen Kurbel ganz nach. Da erscheint sofort ein und da drücken Sie dann und schon geht der Bauch dann auf. Ich habe dieses Lied natürlich weltweit gesungen. Zufällig ein Schweizer hier heute? Keiner? Dann können wir eine Schweizer Strophe singen. Ich fahre auch öfters in die Schweiz, ich mache Urlaub da. Da mache ich auch viel Fotos mit meiner Kamera. Auf ein Bild wollte ich mit drauf, das war so interessant. Ich gab das Ding dem Schweizer in die Hand, der sagte: Ich glaub, ich muss das Nippli durch das Läschli ziehen und an dem kleinen Schnüli die Entfernung sehen. Ich bin gewiss kein Nüli, da kenne ich mich aus. Da kommt da unten gleich ein Vögli raus. Ich flog auf meinem Flugzeug, da fiel der Motor aus. Zum Glück trug ich einen Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen, hab die Schnur schon in der Hand. Voll Entsetzen las ich, was darauf stand. Was stand da wohl? Sie müssen erst die Nippel durch die und mit der kleinen Kurbel ganz nach. Da erscheint sofort ein und da drücken Sie dann. Ich wollte es gerade tun, das schlug ich auf. Dass ich das nicht überlebt hab, wird jeder wohl verstehen. Jetzt steh ich hier vorm Himmelstor, kann kein Menschen sehen. Komm, lass mich rein, ihr Engels, schrie ich und tobte wild. Da sah ich an der Tür das goldene Schild und drauf stand: Sie müssen erst die Nippel durch die und mit der kleinen Kurbel ganz nach. Da erscheint sofort ein und da drücken Sie dann und schon ist die Himmelsfahrt herauf.